Ja, wir sind die Gruppe Kamerawana und wir überwachen die Überwachung und wollen über die Überwachung im öffentlichen Raum aufklären. Das machen wir durch unsere App und die Website, die den Usern zeigen soll, wann und wie viel sie im öffentlichen Raum überhaupt überwacht werden. Die Daten haben wir von einem OpenStreetMap und von Surveillance under Surveillance. Ich habe mich hauptsächlich um unseren Server, wo halt auch die Website draufläuft, worüber euch Peter gleich noch was erzählt, und halt wo unsere eigene SQL-Datenbank ist, wo halt ja ein Teil der Kameras, die in der App und auf dem und auf der Website angezeigt wird, gespeichert ist. Also wir haben auch noch eine Webseite zu der App. Da werden die Kameras von OpenStreetMap angezeigt und die Webseite haben hauptsächlich Jamil und ich gemacht. Und ja, man sieht jetzt schon, dass auch die Location von heute markiert mit dem Alpaka. Und hier sind auch in der Nähe ein paar Kameras. Und auf der Webseite sieht man auch, wird die App vorgestellt und unser Projekt. Die App, da sagt euch jetzt Martin etwas. Ja, genau. Also hier vorne sieht man jetzt die App. Hier sind wir mit der Location und das hier ist jetzt zum Beispiel eine Kamera. Hier wird man gewarnt, wenn eine Kamera in der Nähe ist. Das ist jetzt in diesem Umkreis hier, der jetzt markiert ist. Da ist keine Kamera drin, deswegen bekommen wir keine Nachricht. Wenn wir das jetzt ändern... Ach nee, jetzt habe ich einen Schreibfehler gemacht. Da kann man den Data Provider, also die Datenbanken einstellen, welche Datenbanken wir benutzen. Und jetzt habe ich das zum Beispiel auf 1000 Meter gestellt. Hier sind jetzt ziemlich viele Kameras und das schlägt das aus, weil in dem Umkreis halt auch die Kameras jetzt sind. Technisch funktioniert das so, dass da im Hintergrund ein Service läuft, der zieht sich dann die Kameras von den Datenbanken und hat auch immer die Position vom Nutzer. Und wenn eben eine Kamera in der Nähe vom Nutzer ist, eben innerhalb des definierten Radiuses, dann wird eben eine Benachrichtigung gesendet, damit der Nutzer nicht aus Versehen vor eine Kamera läuft. Oder damit er, wenn er vorbeiläuft, läuft, dann auch schön lächeln kann. Und nochmal als letztes Bild, einfach nur um zu zeigen, wie viele Kameras in Norddeutschland ungefähr gemeldet sind. Also es sind wahrscheinlich noch sehr viel mehr.